Herzlich willkommen bei TV38, digital heute per Zoom-Konferenz. Begrüßen wir Trägerinnen und Träger der Ehrenamtskarte sowie den Herrn Kolzuniak vom Freiwilligenzentrum Salzgitter, der das Projekt Ehrenamtskarte betreut. Herzlich willkommen, Frau Rösler, Herr Budrias und Herr Kolzuniak. Was hat es mit der Ehrenamtskarte auf sich? Ja, bei der niedersächsischen Ehrenamtskarte geht es halt darum, dass diejenigen Personen, die sich seit besonders langer Zeit ehrenamtlich engagieren, tatsächlich eine besondere Anerkennung bekommen. Lang heißt, dass eine Person seit mindestens 3 Jahren aktiv ist, auch in einem relativ starken Stundenumfang pro Woche. Und die Ehrenamtskarte in Niedersachsen und Bremen möchte da einfach so ein Zeichen, sage ich mal, des Respekts, der Anerkennung sein, das nochmal signalisiert, dass sowas eben nicht selbstverständlich ist, sondern ganz maßgeblich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt auch beiträgt. Frau Rösler, wofür haben Sie Ihre Ehrenamtskarte bekommen? Zeige Ihnen erstens mal diese goldene Ehrenamtskarte, die man dann bekommt, wenn man sie beantragt hat. Die Ehrenamtskarte gibt uns die Möglichkeit, in Institutionen, in Theatern, in Vorstellungen, in irgendwelchen Geschäften, die sich zur Verfügung gestellt haben, den Kunden einen Rabatt zu gewähren. Die gibt den Kunden die Möglichkeit, wenn sie häufiger dort einkaufen, dass sie eben häufiger diesen Rabatt bekommen. Der ist ganz unterschiedlich, wie die Firmen das hantieren, zwischen 1%, 2 oder 10 oder 15%. Und Wofür das haben ist, Sie die Ehrenamtskarte bekommen? ich bin seit 10 Jahren im Freiwilligenzentrum Salzgitter ehrenamtlich tätig. Und demzufolge habe ich mehr als 3 Jahre im Ehrenamt gearbeitet. Und die Voraussetzungen sind gegeben. Ich bin sehr aktiv in diesem Ehrenamt und es macht mir sehr viel Spaß. Was genau machen Sie im Freiwilligenzentrum? Ich vermittle Leute, Menschen, die zu uns kommen, die ehrenamtlich arbeiten möchten. Ich sage immer, die ihre Zeit spenden anderen Menschen, die bedürftig sind, denen man helfen soll. Und zwar betreue ich, ich mache Lesepartien im Kindergarten beispielsweise, Nachhilfeunterricht, dann ich mache Besuchsdienst im Altenheim und ich besuche die Institutionen, also die Bürgertreffs und schaue nach, was dort notwendig ist oder welche Wünsche sind. Und die gebe ich dann auch an unsere Vorsitzenden oder an Herrn Kolzuniak, unseren Geschäftsführer, weiter. Herr Budrias, wofür haben Sie die Ehrenamtskarte bekommen? Ich bin seit, ich weiß gar nicht wie lange, vielleicht seit 12 Jahren in der Finanzkommission des Spendenparlaments in Salzgitter. Da ist unser Vorsitzender, der Stefan Klein. Und da engagieren wir uns halt, genau wie der Name schon sagt, für Kinder und Jugendliche ausschließlich in Salzgitter. Da ist auch jetzt und diese Projekte, die wir bewerten Projekte, aber in einer gesamten Parlamentsversammlung. Und haben bereits auch schon nur in Salzgitter über 30.000 Euro ausgeschüttet für, ja, zu fördernde Projekte. Meine Karte habe ich übrigens auch mitgebracht. Super. Haben Sie die Karte schon mal benutzt? Ja, ich trage sie nur in meinem Portemonnaie mit, aber wie ich schon mal gesagt habe, ich habe es jetzt noch nicht gesucht. Es gibt ja auch eine Auflistung, wo man Rabatte bekommen kann. Da hatte ich einmal im Internet mir das einmal angeschaut. Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, ich denke da meistens auch gar nicht dran, wenn man im Zoo geht oder ins Theater, dass ich die Karte halt nutze. Frau Rösler, haben Sie die Karte schon mal benutzt? Ja, ich habe sie schon zweimal benutzt. Allerdings hatte ich auch nie die Karte tatsächlich bei mir. Mir geht es genauso wie dem Herrn. Aber ich habe mir vorgenommen, sie häufiger oder oft bei mir zu tragen in meinem Portemonnaie. Und ich werde sie schon häufiger nutzen.
Herr Kolzuniak, ist das so eine typische Entwicklung? Das kann man so sagen. Also, wir versuchen ja die Ehrenamtskarte nach Möglichkeit persönlich zu übergeben, sodass ich oder auch jemand von unseren Ehrenamtlichen die Karte überreicht. Und dann ist man mit einigen Ehrenamtlichen auch immer mal im Gespräch und fragt, wie häufig haben Sie die Karte sozusagen genutzt? Und viele sagen, ach, das Wichtigste ist mir eigentlich die Anerkennung, dass ich wirklich weiß, Genau. es wird vom Land Niedersachsen und auch von der Stadt Salzgitter, die ja den entsprechenden Vertrag mit dem Land hat, gesehen, es wird wertgeschätzt, was ich sozusagen ehrenamtlich tue. Ich kenne aber eben auch Ehrenamtliche, die sagen, ich lege die Karte relativ häufig vor. Das kann einmal tatsächlich bei einem der knapp über 30 Anbieter sozusagen in Salzgitter sein. Beispielsweise habe ich häufiger jetzt schon mal gehört, dass es in Apotheken, in Blumengeschäften oder auch im Thermalsohle-Wellenbad sozusagen gerne vorgelegt wird. Es kann aber auch sein im Urlaub oder in der Umgebung, weil wir ja in Niedersachsen und Bremen 1200 Vergünstigungen haben, wo man es sozusagen tatsächlich gut nutzen kann. Aber was ich immer wieder höre und was ich auch aus dem Enquetebericht Ehrenamt des Niedersächsischen Landtags gelesen habe, ist, dass dieses Zeichen der Anerkennung eigentlich von vielen erstmal das primäre Motiv ist, die Ehrenamtskarte wirklich zu beantragen. Wie viele Ehrenamtskarten sind denn so im Umlauf? Also in Salzgitter sind wir jetzt bei 159 Ehrenamtskarten. Niedersachsenweit waren es letztes Jahr im Dezember, das sind die aktuellsten Zahlen, 10.400 Ehrenamtskarten. Also das ist schon, sage ich mal, für unser Flächenland und auch für unsere besondere Stadt, wo man ja auch manchmal sagt, ein bisschen hat es den Charakter eines kleinen Landkreises, ist das schon eine sehr ordentliche Ziffer. Wie kommt man denn an so eine Karte ran? Vieles läuft heutzutage digital. Das heißt, man kann einmal auf dem Freiwilligen-Server des Landes Niedersachsen, der wird von der Staatskanzlei in Hannover koordiniert, einen Antrag stellen, kann dann tatsächlich alles am PC ausfüllen, druckt es sich dann sozusagen aus, unterschreibt es und lässt es von der Einsatzstelle, wo man aktiv ist, also bei Herrn Budries beispielsweise dann im Vorstand des Spendenparlaments, beispielsweise bei Herrn Klein, unterschreiben und bescheinigen. Genauso bieten wir es oder biete ich es im Freiwilligenzentrum aber auch an, einen Termin zu machen mit jemandem, der die Ehrenamtskarte ausfüllen möchte. Dann machen wir das zusammen am PC, und dann gebe ich den Ausdruck sozusagen heraus. Und wichtig ist, dass dann eben die Unterlagen wieder zu mir kommen, ich nochmal eine Prüfung vornehme und dann das Ganze nach Hannover geschickt wird, wo dann der Druckauftrag für die frischen Karten, wie wir sie eben gesehen haben, erteilt wird. Frau Rösler, würden Sie das dann auch machen, dort im Freiwilligenzentrum? Also die Aufgabe, die Herr Kolzuniak eben nannte, ist eigentlich mehr Sache von ihm. Wir weisen natürlich die Bürger darauf hin, wenn sie zu uns kommen, welche Möglichkeiten bestehen. Aber das Ausfüllen und Weitergeben, das macht Herr Kolzuniak. Und es sollte doch in einer Hand bleiben. Und es wird ja auch, die Anträge werden gesammelt und die werden dann auch gesammelt nach Hannover geschickt, dass da keine unterschiedlichen Bearbeitungszeiten entstehen können. Und für wie lange wird so eine Karte dann verliehen? Da würde ich mich wieder einschalten. Also so eine Karte ist 3 Jahre gültig und dann bräuchte es einen Verlängerungsantrag. Wer die Karte beantragt, kann entweder schon sagen, ich möchte vor Ablauf der 3 Jahre informiert werden. Dann hat man nochmal diesen Service sozusagen übers Land. Ansonsten kann man sich ja schon mal einen Vermerk machen und den irgendwo gut hinterlegen, dass man sozusagen nicht vergisst zu verlängern. Da sind wir ja schon bei den Zukunftsplänen. Was haben Sie denn so vor? Ja, unser Ziel ist sozusagen weiter zu wachsen in Sachen der Ehrenamtskarte, dass wir tatsächlich Jahr für Jahr sozusagen sowohl immer wieder die Unternehmen als eben auch die Ehrenamtlichen ansprechen und dass aus der Ehrenamtskarte wirklich auch für Salzgitter eine Selbstverständlichkeit wird. Also sie ist ja noch ein relativ junges Instrument für unsere junge Stadt, kann man ja auch sagen. Wir haben jetzt die Ehrenamtskarte 2 Jahre sozusagen und müssen immer auch noch mal so ein bisschen Überzeugungs- und Aufbauarbeit leisten. Und meine Hoffnung ist einfach, dass sie ganz alltäglich sozusagen
dazugehört und dann eben auch Ehrenamt sichtbar macht. Ne? Gerade das traditionelle Ehrenamt, das sich eben nicht projektbezogen gestaltet, sondern wirklich über mehrere Jahre wirkt. Wo liegen zurzeit die Schwerpunkte der ehrenamtlichen Arbeit? Also wenn man jetzt diese 150 ungefähr Träger der Ehrenamtskarte nimmt, in welchen Bereichen sind die aktiv? Also knapp 60%, sage ich mal, sind tatsächlich in dem klassischen Feld Soziales, Jugend, Senioren sozusagen aktiv. Das ist der Bereich, wo man wirklich auch stark auf dieses Stundenvolumen kommt. Dann haben wir nochmal den Bereich Sport. Das sind plus minus sozusagen 10% tatsächlich. Also könnte man jetzt sagen 10,59 sozusagen. Da sind natürlich dann immer diese Rundungsgeschichten dabei und der Katastrophenschutz und die Feuerwehren, die sind auch ungefähr bei 10%. Also insofern sind das so die drei Bereiche, wo wir am meisten haben. Und dann kommen noch aus kleineren Nischen, die hoffentlich in Salzgitter auch wieder wachsen werden, wie beispielsweise dem Kulturbereich, Ehrenamtskarten dazu oder aus dem Umweltbereich. Genau, das sind dann eben so Felder, wo wir die Karte leider bislang noch ein bisschen weniger vergeben haben. Also diese Vereine dürfen sich angesprochen fühlen und dürfen gerne mit dem Freiwilligenzentrum Kontakt aufnehmen. Dann danke ich erstmal für diese Information. Vielleicht noch ein allerletzter Satz, einmal durch die Reihe. Nee, eigentlich habe ich das vorne vor der Einleitung auch schon gesagt. Ich finde es gut, dass wir mit unserem Spendenparlament hier wirklich direkt vor Ort in Salzgitter sind. Ich habe auch zu Anfang erst gedacht, die Karte, die beschränkt sich nur auf Salzgitter, als ich sie noch nicht gehabt habe. Aber dann habe ich nachgelesen und habe gesehen, dass er halt für ganz Niedersachsen gilt. Und ich muss sagen, was Herr Kulzuniak gesagt hat, das sind ja schon schöne Zahlen gewesen, das, was wir gehört haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass schon so viele Salzgitteraner oder auch Niedersachsen diese Karte schon haben. Also ich wünsche mir eigentlich für unsere Arbeit, dass sich mehr Bürger bei uns melden, die ehrenamtlich eingesetzt werden möchten, die etwas tun möchten. Wir haben in zurückliegender Zeit mit den syrischen Flüchtlingen sehr, sehr viel zu tun gehabt, sind sehr aktiv gewesen und haben positive Arbeit geleistet. Das Thema ist fast abgearbeitet, aber es könnte eben ein bisschen mehr Interesse bei den Bürgern sein, dass sie helfen wollen. Und wir müssen wirklich unsere Arbeit dahin ausrichten, dass wir das den Bürgern nahe bringen. Dass es nur 1-2 Stunden vielleicht in der Woche sein müssen. Und sie müssen sich auch nicht festlegen. Aber die Menschen, denen geholfen wird, die sind sehr dankbar für diese Hilfe. Ganz besonders die Senioren, die einsam sind. Oder die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die Unterstützung brauchen. Die Behörden Unterstützung brauchen. Und wenn wir Menschen arrangieren können, dass sie den Flüchtlingen helfen oder anderen helfen, das ist schon eine tolle Aufgabe. Und wir hoffen, dass es wiederkommt, das Interesse jetzt nach Corona. Wir hoffen, dass Corona nicht wieder bei uns erscheint im Herbst, aber dass die Menschen ein bisschen aufgerüttelt werden, dass es auch andere gibt, die Hilfe brauchen. Und das ist ganz wichtig in unserer Arbeit. Und da haben Sie auch ganz viele Vorliegen, die jetzt nach Hilfe suchen. So ist es. Ja, ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenführen, was Herr Budries und Frau Röstler gesagt haben. Ich denke, jedes Ehrenamt zählt wirklich. Egal, ob es jetzt ein traditionelles Ehrenamt ist, das sich über Jahre erstreckt oder ein projektorientiertes. Egal, ob ich jemanden habe, der mit 15 oder 16 Jahren in der Jugendfeuerwehr aktiv ist oder ob ich einen 90-Jährigen habe, der in die Schulen geht und dort sozusagen Geschichtswerkstätten betreibt. Egal, ob ich sozusagen jemanden als Neubürger habe oder jemanden, der sozusagen schon seit langen, langen Zeiten in Salzgitter lebt. Jeder findet im Grunde genommen tatsächlich seine Nische und jeder findet seine Stelle, wo er gebraucht wird. Und deshalb hat mich das eben heute auch so sehr gefreut, mit Herrn Budries und Frau Rössler hier nochmal zwei Ehrenamtliche sozusagen in der Runde zu haben, die ein bisschen eben auch aus ihren Tätigkeiten berichtet haben. Dann bedanke ich mich bei Ihnen allen und wünsche weiterhin einen schönen Tag und viel, viel Erfolg im Ehrenamt.